Hallo, ich bin Franz und ich bin zuständig für die Videos in unserer Gemeinde. Manchmal werden wir gefragt, wie macht ihr das, dass ihr so gute Videos von den Predigten zustande kriegt? Habt ihr eine teure Ausrüstung und was gehört alles dazu, damit sie so gelingen? Im Grunde ist es ganz einfach. Wir hatten gar nicht geplant, dass wir Videos ins Internet stellen von unseren Predigten. Wir brauchten mehr Platz und waren auf der Suche nach Räumlichkeiten, die wir sonntags mieten könnten. Wir wurden fündig im Reithofer Saal der Stadt Steyr. Und als wir dann dort waren, stellten wir fest, die Bühne hat eine super Lichtanlage. Es wird einfach gut beleuchtet. Und von daher schien es ganz einfach zu sein, eine Filmaufnahme zu machen von den Predigten. Wir begannen damit, dass wir ein iPhone auf ein Stativ stellten und mitlaufen ließen. Dann haben wir ein wenig herumexperimentiert und nach einigen Monaten kamen wir zu einer Ausrüstung, hauptsächlich drei Geräte, die wir brauchen für die Aufnahme. Die erste Kamera ist die Canon XA10, ein gebrauchtes Gerät, das wir uns zulegten. Diese Kamera steht auf einem Stativ und läuft die ganze Zeit während des Gottesdienstes, um das große Bild von der Bühne aufzuzeichnen. Die Kamera tut ihren Dienst gut. Wir merken aber, dass sie mehr und mehr Pixelfehler hat. Zu bestimmten Zeiten auf einmal gibt es eine leichte Störung an einem bestimmten Bereich, in einem bestimmten Bereich des Bildes. Und das wird wahrscheinlich zunehmen und es scheint so, als ob der Sensor einfach mit der Zeit immer schlechter wird. Ein Vorteil dieser Kamera übrigens ist, wir können sie sehr gut einsetzen für Straßeninterviews, weil sie zwei XLR-Mikrofonanschlüsse hat. Und damit können ganz reguläre Mikrofone, wie sie auf der Bühne im Einsatz sind, angeschlossen werden. Als zweite Kamera verwenden wir eine Panasonic Bridge-Kamera. Bridge-Kamera heißt, das Zoom-Objektiv, das sehr gut ist, 24-fach vergrößert. Dieses Objektiv ist fix verbaut. Und so ist es möglich, dass wir ganz hinten im Saal ein Stativ stehen haben, mit dieser Kamera den Prediger oder die Predigerin aber dennoch sehr gut im Bild haben und aufzeichnen können. Ein Nachteil aller Fotoapparate mit Videofunktion beim Filmen, zum Beispiel jetzt von Predigten, ist, dass die Aufnahmezeit auf 30 Minuten begrenzt ist. Das sind zolltechnische Gründe, warum das in Europa so ist. Es bedeutet schlicht und einfach, bevor die Predigt zu Ende ist, muss man noch einmal auslösen und eine neue Aufnahme starten. Als drittes Gerät brauchen wir ein Audioaufnahmegerät. Wir verwenden ein Olympus LS14 dafür. Der Ton kommt direkt vom Mischpult und wird mit einem Kabel in das Gerät gelenkt für die Aufnahme. Ein Video mag noch so super Bildqualität haben. Wenn die Tonaufnahme nicht gut ist, dann mag man es sich einfach nicht gerne anschauen. Und so haben wir festgestellt, es braucht eine gute, sehr gute Tonaufnahme und ein gutes Bild und gutes Licht. Und dann wird auch sehr einfach und sehr schnell und leicht ein schönes Video draus. Soweit zu unserer Ausrüstung, was die Aufnahmegeräte angeht. Am Sonntag zeige ich euch dann,
wie der Saal ausschaut, wie die Lichtverhältnisse sind, welche Stative wir verwenden, wo die Kameras stehen, und gebe euch damit einen besseren Einblick vor Ort. Danach geht's wieder zurück hierher ins Büro, wo die Videos geschnitten werden. Wir sind jetzt im Reithofer Saal und ich werde gleich reingehen und einfach die Stative aufbauen. Und wir kriegen dadurch jetzt einen Einblick in die Situation und die Beleuchtung und das ganze Setting für unsere Videos. Komm! Das wird schon passen. Jetzt geht's zum kleinen Stativ für unsere Canon. Und jetzt kommt noch die Tonverbindung. Wir nehmen ja auf dem Aufnahmegerät, was von der Tonanlage kommt. So. Bitte schön. Wunderbar. Könnte nicht besser sein. So, im Prinzip ist jetzt alles aufgebaut. Die Kamera hier, die lassen wir gleich laufen von Anfang an. Und mit der Close-Up-Kamera werden die Bilder gemacht, dann kurz bevor die Predigt beginnt, bis Ende der Predigt. Grüß euch. Bin's gleich. Das ist ein ganzer Glaubenspraktiker. Jemand, der immer den Glauben eines Christen gegenüberstellt von seinem Handeln. Und das ist das, was uns oft herausfordert. Wenn der Glaube wirklich erst beweisen muss. Und darum dieser Titel, der Glaube auf der Prüfstand. Vielleicht Leute, die wirklich keinen Respekt haben vor alten Menschen, aber da ist irgendwie so ein Schild. Wir haben das aber uns wirklich ganz ehrlich. Also nicht. Okay, ich würde sagen, auf die Plätze, fertig, los. Ja. Nein, es ist einfach ein schwieriges Spiel. Okay, ihr merkt, es ist wirklich ein wenig schwierig, das Ganze wieder reinzubringen. Ich gebe euch gerne das mit. Also ihr habt jetzt dann noch ungefähr 30 Minuten während der Predigt, das Projekt abzuschließen. Worum geht's heute? Warum so ein komisches Spiel? Und zwar, heute geht's um Worte. Worte sind ähnlich wie Zahnpasta. Wenn sie mal draußen sind, du kriegst sie nimmer rein. So, die Aufnahmen sind gemacht. Mit den beiden Kameras, mit dem Tonaufnahmegerät, die Tonspur.
Wie geht es weiter? Diesen Schritt nennt man die Post-Production, also das Zusammenbauen dann zu einem Video. Ich kann hier an dieser Stelle mal nur den groben Überblick geben, welche einzelnen Schritte für mich dazugehören, wenn ich ein Predigtvideo schneide. Als erstes werden die Speicherkarten entnommen und der Inhalt, das Rohmaterial, die Footage, wie man sagt, wird zunächst einmal gesichert auf einer eigenen Festplatte. Dann werden die Dateien in Final Cut Pro importiert. Final Cut ist die Software, die ich verwende auf meinem Apple-Computer. Es gibt andere Programme für Windows, die genau dieselben Funktionen haben. Also, die Dateien werden in Final Cut Pro importiert und dabei gleichzeitig auch umcodiert, sodass eine schneller laufende Arbeitsversion zur Verfügung steht und aber auch die Originaldateien, die dann beim Exportieren des fertigen Videos gebraucht werden. Eine tolle Funktion von Final Cut ist die Möglichkeit, wenn man eben zwei Kamerapositionen hat und eine Tonspur, eine dritte, diese drei Dateien zusammenzunehmen und von dem Programm automatisch synchronisieren zu lassen und in eine Multikamera-Datei zu verwandeln. Das ermöglicht nachher dann ein sehr bequemes Hin- und Herschalten von einer Kamera zur anderen. Die Tonspur wird vorher bearbeitet von mir, damit eventuelle Lautstärkenunterschiede ausgemerzt werden und angepasst werden, wird dann ebenfalls natürlich importiert in Final Cut Pro. Was ich noch brauche, sind die Intro-Datei und die Outro-Datei, das heißt die beiden kleinen Clips, die schon fertig sind und die bei jedem Predigtvideo davor und danach angehängt werden, um einen gleichen Einstieg, gleichen Abschluss des Videos zu ergeben. Und dann haben wir noch eine kleine Datei mit dem Logo, das normalerweise rechts oben auf dem Bild zu sehen ist. Wenn das alles importiert ist, wenn die Multikamera-Datei erstellt ist, dann beginnt die Tätigkeit des eigentlichen Schneidens, sprich des Hin- und Herschaltens, welche Kamera liefert jetzt gerade das Bild, das ich haben möchte. Weil ich schon sagte, durch die Verwendung von einem Fotoapparat als Videokamera wird eine einzelne Videodatei maximal, also mit 30 Minuten Länge, abgebrochen von der Kamera. Man muss neu auf Start drücken und eine neue Datei beginnen. Zwischen diesen beiden Dateien sind einige Sekunden natürlich schwarz, ja, weil der Prediger, die Predigerin spricht inzwischen weiter. Das ist natürlich ein Muss, um mit der anderen Kamera, mit der zweiten Kamera, genau da ein Stück hineinzufügen, damit es nachher wieder weitergeht. Hat die Silvia letzte Woche gepredigt, und zwar hat sie darüber gesprochen, über den Zusammenhang zwischen Glaube und Werke. Glaube und Werke. Und sie hat eben betont, dass wenn unser Glaube echt ist, dann werden immer Werke folgen, dann wird das eine Auswirkung haben auf unser Praxis. Am Ende, wenn der Film geschnitten ist, füge ich die Intro-Datei vorne dazu und am Ende die Outro-Datei.
Grüß euch. Platziere noch das Logo an der richtigen Stelle und damit ist eigentlich alles getan. Es wird jetzt nur noch exportiert. Das Video wird in ein bestimmtes Format gebracht. Wir nehmen HD, Full HD. Und wenn diese Datei fertig ist, das dauert eine gewisse Zeit, lade ich sie dann hoch auf YouTube. Die Dateigröße ist dann meistens so circa 3 GB oder auch drüber. Und dann wird einfach die fertige YouTube-Datei in die Mediathek unserer Homepage eingebunden. Und damit ist unser Predigtvideo fertig. Ich werde vielleicht noch schauen, ganz kurz ein paar Dinge zu zeigen jetzt auf dem Monitor. Zum Beispiel ganz konkret von diesem einen Predigtvideo, dessen Entstehung wir live miterlebt haben im Reithofer Saal. Da sind mir nämlich einige Fehler passiert. Mit welchen Problemen hatten wir es zu tun? Im Wesentlichen zwei, nämlich einmal mit der Belichtung, sprich die Helligkeit des aufgenommenen Videos und zum zweiten war es die Schärfe. Hier auf der Canon, auf dem großen Bild der Bühne, sieht man deutlich den Unterschied, wie das Predigtvideo startet mit der Helligkeit und dann nach ein paar Minuten wurde die Bühnenbeleuchtung verstärkt, was zu einer höheren besseren Ausleuchtung führte. Auf dem Bild der Close-Up-Kamera war zunächst die Beleuchtung okay. Als diese erhöht wurde, verstärkt wurde, gab es, wie man hier sehen kann, eine Überbelichtung des Bildes. Trotz Bearbeitung konnte ich das also nicht mehr völlig wegbringen. Und das Zweite sieht man auch, nämlich die Schärfe. Am Anfang war das Bild scharf bei der Close-Up-Kamera. Durch das Wiedereinschalten wurde da irgendwie etwas verändert, ohne dass ich es merkte. Und diese Schärfe ging dadurch verloren. Damit, liebe Zuschauer, sind wir mit diesem Wie macht man ein Predigtvideo zu Ende. Ich hoffe, es war einiges Hilfreiches dabei, einige Anregungen, Anstöße, wenn ihr selber eine ähnliche Situation habt und Redner aufnehmen wollt und auch mit gutem Ton und Bild ins Internet stellen. Viel Erfolg bei euren Unternehmungen. Tschüss.